Herzlich willkommen bei meinem Videocall-Tutorial. Ich möchte Ihnen heute zeigen, was man alles bei diesen Videocalls, die wir gerade alle beruflich, aber auch vielleicht privat nutzen, richtig und falsch machen kann. Gefühlt sitze ich wirklich mehrere Stunden jeden Tag vor einer Kamera und spreche digital mit Freunden, Bekannten, aber natürlich auch mit Kollegen. Als erstes das richtige Licht. Gerade wenn es sich um einen richtig wichtigen Videocall handelt, Sie vielleicht sogar vor neuen Kunden stehen oder sitzen, dann ist es wirklich entscheidend, dass man Sie gut sehen kann. Wie machen wir das? Das Tageslicht. Wenn Sie können, setzen Sie sich doch einfach vor Ihr größtes Fenster bei Ihnen zu Hause und schon werden Sie merken, was für ein wunderbares Licht auf Ihr Gesicht kommt. Wichtig ist jedoch, es sollte draußen nicht zu sonnig sein, denn dann wird es zu grell. Erstens können Sie ja nicht mehr richtig sehen und zweitens gibt es dann sehr schnell unschöne Schatten im Gesicht und die wollen wir schließlich auch nicht. Wenn Sie sich jetzt nicht zu Hause vor Ihr großes Fenster setzen können, weil entweder der Hintergrund nicht stimmt oder Ihre Kinder im Hintergrund spielen, dann nehmen Sie irgendein anderes Licht, irgendeine andere Lampe, die Sie tatsächlich bewegen können. Zum Beispiel die Nachttischlampe funktioniert, die Schreibtischlampe oder natürlich können Sie es auch professioneller machen und so ein Ringlicht benutzen. Stellen Sie die Lampe direkt hinter Ihre Kamera, dann kommt das Licht direkt auf Ihr Gesicht und das sieht einfach am charmantesten und am ebenmäßigsten aus, denn Falten wollen wir ja alle nicht. Ihre Deckenlampen tun gar nichts für Sie, denn da kommt das Licht von oben. Ich zeige es Ihnen mal. So, das Licht sollte niemals von hinten kommen. Also setzen Sie sich niemals so, dass Sie ein Fenster im Rücken haben, denn dann sieht man eigentlich nur noch Ihre Silhouette. Nächstes Thema, die Kamera. Welche Kamera benutzen Sie für Ihre Videocalls? Die meisten von uns, klar, die eingebaute Laptop-Kamera. Die ist auch ganz praktisch, weil sie eigentlich fast schon in Augenhöhe mit uns ist. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Manche von Ihnen benutzen vielleicht auch einfach das Handy. Der Vorteil hier ist, Sie sind total mobil damit, können sich überall im Haus bewegen und können sogar einen Videocall aus dem Auto machen. Natürlich nur, wenn Sie nicht selbst fahren. Persönlich finde ich diese kleinen HD-Computerkameras sehr praktisch, denn die können Sie überall anbringen, überall draufstellen, haben immer somit eine perfekte Augenhöhe. Wenn Sie das Ganze natürlich noch professioneller wollen, zum Beispiel, wenn Sie mit Ihrer Firma zusammen einen richtig professionellen Livestream aufbauen möchten oder aber es geht wirklich um eine Videokonferenz mit mehreren hundert Zuschauern, dann empfehle ich natürlich eine richtige Kamera, vielleicht sogar ein Kamerateam. Die können heutzutage ihre super professionellen Kameras an jeden Computer anschließen und somit mit jedem Videocall-Tool arbeiten, sei es Webex, Zoom, Teams, was Sie alles haben, alles möglich. Der Ton. Was für ein Mikrofon benutze ich denn jetzt? Gerade wenn ich weiß, dass mir mehrere hundert Leute vielleicht in so einem Videocall zuhören, weil es eine richtig große Präsentation ist, dann empfehle ich auf jeden Fall ein Ansteckmikrofon und natürlich vielleicht sogar ein professionelles Kamerateam. Für zu Hause entweder so ein kleines Mikrofon. Fast jeder Laptop hat heutzutage ein wirklich gutes Mikrofon und jeder kann Sie deutlich und klar hören. Testen Sie es zu Hause wirklich ganz in Ruhe. Nehmen Sie sich 1 bis 2 Stunden vorher Zeit, um alles einzurichten, um wirklich zu schauen, passt alles, passt die Technik. Der Hintergrund, tja, hier kann man wirklich sehr viel falsch machen. Ich habe schon die größten Videokonferenzen gesehen mit wirklich ganz wichtigen CEOs. Die saßen in ihren Wohnzimmern. Hinten konnte ich die Babyfotos erkennen oder das Spielzeug von gestern. Suchen Sie sich eine ganz neutrale Ecke in Ihrem Zuhause. Vielleicht einfach eine ganz glatte Wand, an der keine Bilder hängen, an der keine Fotos hängen, an der vielleicht auch keine Bücher stehen. Denn je weniger Ablenkung im Hintergrund, desto besser ist es für den Conference Call. Natürlich ist die Software inzwischen schon so weit, dass Sie sich sogar im Hintergrund projizieren können. Aber warum denn das? Denn auch das finde ich sehr ablenkend. Wenn Sie sich die Wandfarbe aussuchen können, vor der Sie sitzen, nehmen Sie eine dunkle Wandfarbe. Da kommen Sie umso mehr zur Geltung. Das gesamte Setup, damit meine ich alles. Wie ist bei Ihnen alles für den Videocall aufgebaut? Und vor allem, wo ist die Kamera? In welcher Augenhöhe ist die Kamera? Das ist ganz entscheidend. Sie sollten nicht zu sehr nach unten gucken bei dem Videocall, denn dann kann man Ihnen schnell bis in die Nasenlöcher schauen. Es sieht einfach ein bisschen unschön und unprofessionell aus. Wenn Sie jetzt aber sagen, wieso, meine Laptop-Kamera ist doch da unten, wie soll ich das denn machen? Klar, stellen Sie Ihren Laptop irgendwo drauf, nehmen Sie ein paar Bücher und schon ist er ein bisschen höher. Es geht ja nur um diesen einen Videocall. Noch ein kleiner Tipp, setzen Sie sich nicht zu nah an die Kamera ran. Am besten so, dass man ungefähr Ihre Ellbogen sieht. Dann wirken Sie am professionellsten und am ruhigsten.
und suchen sich einen Stuhl aus, mit dem Sie nicht viel rumwackeln können und vor allem, mit dem Sie sich nicht zurücklehnen können. Man sollte immer sehr aufrecht in einem Videocall sitzen, denn auch da wirkt man einfach am souveränsten. Der Look. Wo schaue ich denn jetzt nun hin? Gerade wenn ich vielleicht vor mir den Laptop habe mit 10, 12 anderen Kollegen und ich muss immer beobachten, wer was sagt. Gleichzeitig möchte ich aber nicht desinteressiert wirken und gleichzeitig möchte ich eigentlich in die Kamera schauen, damit mich jeder gut sehen kann. Während Sie zuhören, können Sie natürlich immer auf den Monitor schauen. Das ist ganz wichtig, weil Sie wirklich mitbekommen wollen, wer sagt gerade was. Wenn Sie selbst sprechen, sprechen Sie in die Kamera. Ich weiß, es ist sehr ungewöhnlich und fühlt sich vielleicht auch etwas seltsam an, weil Sie einfach nur mit dieser schwarzen Linse sprechen. Aber hinterher, wenn Sie sich diese Videokonferenz nochmal anschauen, werden Sie genau merken, wie cool und professionell das aussah, dass Sie immer, wenn Sie etwas Wichtiges zu sagen hatten, in die Kamera geschaut haben. Tja, das war mein kleines Videotutorial für heute. Bald kommt mehr. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich jederzeit. Ich helfe Ihnen gerne.